Je vais vite faire la caméra ici, et après on peut commencer. Voilà. Sébastien Buemi, Schweizer Rennfahrer, du bist heute zum ersten Mal in Bern mit dem Formel-E-Auto gefahren. Was ging dir durch den Kopf? Du hast letztes Jahr Zürich erlebt und jetzt heute in Bern. Es hat mich riesig gefreut, weil die Möglichkeit zu haben, als Schweizer in der Schweiz zu fahren, sind ganz klein. Und ich bin sehr zufrieden, einfach hier zu sein, die Möglichkeit wieder vor meinem Publikum zu fahren. Letztes Jahr bin ich Fünfter geworden in Zürich. Dieses Jahr will ich unbedingt auf dem Podest. Ja, das war cool. Also ich habe noch die Strecke nicht wirklich gesehen, aber es sieht gut aus mit bergab und hoch. Wie war es, durch die Altstadt zu fahren, über die Schotterpiste? Ich bin langsam gefahren, das war kein Problem, aber es ist einfach gut, wenn man sieht, dass so viele Leute sind hinter uns, von Politik zu Sponsoren, die sind alle am Pushen und das finde ich gut, weil ich glaube, so ein Rennen in der Schweiz ist perfekt und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Zürich war grandios letztes Jahr, ein großes Fest. Was denkst du, Bern mit der Aare, mit diesem ganzen Drumherum, was denkst du, wie toll wird das? Es könnte genauso gut sein oder sogar besser. Die Organisation hat jetzt mehr Erfahrung. Ich glaube, die Leute vom Swiss Cypri haben einen super Job letztes Jahr gemacht, aber jetzt die kommen mit viel mehr Erfahrung und dafür können wir uns noch etwas noch besser erwarten. Ich weiß, die Frage wurde dir schon häufig gestellt mit der Steigung in der Strecke, den Aargau-Stalden runter und dann den Muri-Stalden hoch. Was denkst du dazu? Das ist einmalig so. Ja, wir haben es ein bisschen bergab in Rom gehabt, aber das ist viel mehr hier. Ja, ich freue mich eigentlich. Ich habe gehört, die Top-Geschwindigkeit könnte ungefähr 240 km/h sein. Und ja, ich möchte gerne das ausprobieren. Das könnte schwierig zu fahren sein, aber ja, wir werden uns so gut wie möglich vorbereiten im Simulator. Und das ist am Endeffekt für alle Fahrer gleich. Für dich war es bisher eine frustrierende Saison. Es hat immer nicht alles zusammengepasst. Das Resultat am Schluss war, also die Pace ist da, aber das Resultat hat am Schluss nicht gepasst. Ist das jetzt besser, als weniger Favorit nach Bern zu kommen und dann kannst du gewinnen? Kannst du dich auf dich konzentrieren oder hättest du lieber? Ja, ich konzentriere mich immer auf mich selber, aber es ist klar, dieses Jahr es hat mich wirklich wehgetan. Es ist sehr frustriert. Ich bin sehr frustriert, weil viele Mal war ich ganz vorne, sogar in Führung in Paris und Santiago. Und dann ist immer etwas passiert. Also ich hoffe wirklich jetzt in Monaco bin ich Fünfter geworden. Ich hoffe jetzt nach Berlin werden wir sogar besser machen. Und dann in Bern, ja, will ich unbedingt gewinnen. Also ich werde alles probieren. Den Rest ist mir ein bisschen egal. Mit Oliver Rowland hast du einen starken Teamkameraden. Es funktioniert bei ihm im Vergleich natürlich relativ gut. Ein Rookie. Er ist auch nicht weit vorne, aber hat weniger Druck und bei dir natürlich alle Leute denken, du willst gewinnen. Wie gehst du mit diesem Druck um, dass du jemanden nebenan hast, der sehr gut fährt? Ja, ich finde das gut fürs Team. Er pusht mich natürlich. Er hat, ich glaube, ich habe viel mehr Probleme gehabt dieses Jahr als ihm. Das hat mich natürlich nicht geholfen. Aber ja, das ist jetzt muss ich nur auf Berlin schauen, mich auf Berlin konzentrieren. Wichtig ist, dass man schnell ist und man ist schnell. Wenn man Qualifying anschaut, ich bin der beste Qualifier. Das heißt, fast immer im Superpole gewesen, im Top 6. Und dafür, ich weiß, irgendwie wird es klappen. Es ist nur jetzt ein Zeit, wann. Wie geht man als Fahrer damit um? Sagst du dir einfach, wird es klappen? Weil ich war 8 von 9 Mal im Superpole, WEC läuft super. Irgendwann wird es klappen? Oder ja, was mache ich? Ich probiere mich einfach auf dem Rennen zu konzentrieren, nicht zu viel nachdenken, einfach meinen Job machen. Es ist klar, jedes Wochenende sage ich, oh, es wird klappen. Und am Endeffekt ist es noch nicht geklappt. Die gleichen Fragen, oder? Ja, aber ich konzentriere mich auf meinen Job und ja, dann werden wir in New York sehen,
Wie geht es dann für dich weiter mit der Gewichtung? Du hast auch WEC, wo du erfolgreich fährst, Formula E, wo es immer nicht so läuft. Hast du da schon, machst du dir Gedanken über die Saison hinaus? Weil Formula E mit der fünften Saison, jetzt kommt es so richtig. Ja, ich werde etwas, ich werde jetzt einen neuen Vertrag unterschreiben und ich hoffe, ich kann das dann sagen, in den nächsten 2-3 Wochen kommunizieren darüber. Aber meine Zukunft ist natürlich in der Formel E und weiter in der WEC, wenn es möglich ist. Jetzt muss ich dich fragen, du unterschreibst bei Nissan einen neuen Vertrag. Du kannst auch sagen, nein. Es ist noch nicht offiziell, aber ich werde das irgendwie in den nächsten 2-3 Wochen kommunizieren. Was hast du dir noch für Ziele gesetzt, jetzt mit Bern, aber auch... Ja, ich will Rennen gewinnen. Einfach jetzt. Den egal, Rest oder? Ist ein bisschen egal, obwohl der Meisterschaft ist noch nicht verloren. Ich habe 40 Punkte, den Leader hat 87, es ist natürlich ganz schwierig, aber man weiß nie in der Formel. Dafür, ich werde jetzt mich auf Berlin konzentrieren und dann schauen wir. Tipptopp. Super.